Hallöchen, ihr Walnüsse, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Juhu! Wo waren wir? Wir waren hier bei Alistair Temp... Oh, Alter, der Sound ist so laut auf meinem Ohr. Ich bin gerade voller Schreck. Alistair Tempany, wir haben ja hier die Ghule reingelassen und haben diese Schnödelkinder... ausgerottet. So. Ja, und ich habe mein Mikro nochmal neu hier justiert, Dings postiert. Man sieht jetzt ein bisschen mehr im Bild. Ja, mir hat die Aufnahme irgendwie nicht so gefallen. Ich weiß nicht, irgendwie komischerweise mit Fallout zusammen hört sich der Sound nicht so gut an. Ich habe es nochmal so ein paar Mal so probiert, ohne Fallout und so. Und die Testaufnahmen, die haben immer gut geklappt, aber die Aufnahme war nicht so super. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ja. Ich habe Kerzen hinter mir stehen. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ihr passt auf, wenn da irgendwas im Hintergrund passiert, wenn die umkippen oder so und ich hier abbrenne, ich höre das ja auch nicht, ich habe ja die Kopfhörer auf dem Ohr, dann müsst ihr ganz schnell eingreifen, okay? Dann schreit ihr und klopfen und dann... Jetzt habe ich echt Angst. Aber wir wollen es ja ein bisschen weihnachtlich haben. Weihnachtsstimmung ist schon wichtig. So, wir wollten ja hier alles ausplündern. Es wird lustig, hier waren wir schon. Ich mache das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ich glaube, das könnte uns echt urlange dauern. Das ist meine Suite jetzt auf einmal. Hier waren wir schon, ne? Ja. Hier waren wir schon. Hey, hui. Alles mitnehmen. Ich habe nämlich eine Idee. Hä? Ich hatte doch schon so einen. Achso. Kleine Waffen 16. Was hat meiner? Kleine Waffen, Energiewaffen. Aber er hat 8 bei der Hälfte. Er hat 16 schon bei der Hälfte. Hört sich an, als würde ja eine Staubsauger durchfahren. So, World Overall. Ich kann mich nicht entscheiden. Bin ja du unentschlossen, ne? Da liegt ein Kopf. Ich hoffe, man hört, ne, was wollte ich sagen? Ach, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hab's vergessen. Hier waren wir schon. Hier haben wir schon ausgezogen. Dogmeat macht auch Alarm. Ich glaube, das hatten wir alles. Okay, die Suite ist auch clear. Clearer als clear. Lauf mir nicht immer hinterher, du blödes Vieh, ey. Ich habe ja nichts gegen euch, aber irgendwie sind mir die schon ungeheuer. Ist ja gut, Mensch. Oh, was ist denn hier? Aktenschränke. 2 Kronkorken. Weißt du, die tun auf so reich. Dann haben sie 2 Kronkorken, haben sie dabei. Echt. Der macht mich nervös. Was würde wohl passieren, wenn ich jetzt so einen Ghoul angreifen würde? Haut er mich dann? Hau mich alle dann? Das ist die viel wichtigere Frage. Alles die gleiche Scheiße hier. Hi. Komm mich nicht so an. Er guckt mich so an. Ich mag das nicht. Bei mir das Gefühl, dass der mich gleich enttarnt. Er hat ja auch gesagt, ich soll dir nicht zu nahe kommen, weil die sonst mir was tun könnten. Da ja ein bisschen Bedenken. Na? Nun, es wird etwas Einsatz nötig sein, bis alles hier richtig gemütlich ist. Aber das schaffen wir schon. Wie fühlt man sich denn so als Ghoul? Handeln wir? Handeln wir?
Wie ist es so, das Leben im Tenpenny Tower? Es ist traumhaft. Roy hatte recht. So lebt es sich wirklich gut. Handeln wir. Okay, hier ist meine Ware. Was haben Sie? Kampfhelm? Kampfrüstung? Lederrüstung? Nicht so besonders. Hat sie noch was? Hat sie Muni oder so? Oh, wow, ey. Hier nur Kleidung. Nö. Lass mal stecken. Gut. Schönen Tag noch. Sind das nur 3 Stück, die jetzt hier eingezogen Hallo, sind? Und Schweine. Hätte auch friedvoller ablaufen können, wenn sie uns akzeptiert hätten. Aber gut. Fangen wir mit dem Aufräumen an. Wie ist das Leben im Tenpenny Tower? Es ist schon irgendwie seltsam, denn ich habe hier immer Urlaub gemacht, bevor die Bomben fielen. Hier war mal ein Ferienort für Reiche und Machthaber. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal darum kämpfen würde, hier reinzukommen. Das war früher wohl mal eine Plantage. Schon irgendwie paradox, oder? Handeln wir, mal gucken, was er hat. Nun, dieses Zeug ist größtenteils Schrott. Aber ich habe ein paar Waffen und Rüstungen gefunden. Damit kann ich auch handeln. Ist sowieso sinnvoller. Okay. Oh, er hat schon ein bisschen mehr. Ich teile das immer gern in Kategorien auf. Kleidung. Na gut, er hat auch diese Kampfrüstung und sowas. Fahrstuhl, Musik. Munition, dankeschön. Die brauche ich auf jeden Fall. Alle. Schrotpatronen, alle. Die 10 nehmen wir auch noch mit. Können wir ihm vielleicht was verkaufen? Länder bei uns, Zucker, ja, gar vielleicht Länderhändler, Outfit. Vorkriegsgeld können wir ihm verkaufen. Falschen Service, Tenpenny Sicherheits. Das ist so Musik. Kleine Waffen, Charisma. Tenpennys Anzug. Sturmgewehr 2. Metro-Ticket, die brauche ich gar nicht. Menschenfleisch, das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Kampfflinte, Lasergewehr. Jet-Impulse, Heckenschützengewehr. Hammer. Wofür? Krem. Brennstoff für den Flammenwerfer. Okay, Bleirohr, Blechdose. Akzeptieren. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Yep. Jo. Da ist mir gerade mal was ins Auge gestoßen. Das hier zum Beispiel. Nö, wollen wir nicht. Hi! Inventarschlüssel? Nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich komme in die Räume auch so rein. Was ist denn hier passiert? Hallo? Da sage ich nicht nein. Ich habe immer Hunger. Ah, den nehmen wir auch mit. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Aber da habe ich doch gleich schon ein... Besser.
Wer stellt denn so Möbel auf? Jetzt mal ehrlich. Oh. Ich muss das einfach mal machen. Nein, guck mich nicht an. Buttermesser. Immer ein paar Kronkorken dabei, ne? Oder Mentens. Hallo. Das ist eine reine Loot-Folge, Leute. Das sehe ich jetzt schon. Der hätte auch den Generatorenraum gehabt. Oh, die sind was wert. Dann nehmen wir sie doch mit. Ein Gartenzwerg. Wo gibt's denn sowas? Aus. Schrecklich hier. Den hatten wir auch schon, ne? Jo. Leer ist leer. Es wird sich nie ändern. Hatten wir, den hatten wir. Was ist das denn hier? Holzhammer. Cram. Wir haben sowieso was essen, wa? Wisst ihr was? Wir gönnen uns jetzt was richtig Leckeres. Das wollte ich schon immer mal probieren. Ein Stück Menschenfleisch. Mmh. Aber ich glaube, das hat die Strahlenbelastung ganz schön erhöht. Warum habe ich das gegessen? Bin ich doof? Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich nicht, warum. Hier wird nichts umgeworfen. Das ist klar. Leer ist leer. Baseball. Handschuh. Schon wieder so dunkel hier. Was ist denn? Wurde ein Büffel getötet oder was? Mal ehrlich. Rollschuhe. Ihr Diagramm wurde verbessert? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, wa? Schon wieder mal Laster. Na, Moment, Moment. Da habe ich doch Abhilfe, kann ich da das schaffen. Drei Sturmgewehre, ist klar. Auch schon besser. Sind doch alle tot. Warum kann ich in seinem Bett nicht schlafen? Vielleicht kann ich dich nicht. Okay, war ich jetzt überall? Jo. Ein Briefkasten? Ein Kronkorken, der Wahnsinn. Wert nicht mehr. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Ein Looter-Paradies. Das habe ich doch ganz gern. Da liegt ein Kopf. Ich hätte mehrere Köpfe verlieren müssen. Saves sind immer gut. Alles meins. Den habe ich schon durchsucht, ja. Kann man ihre Fresse halten? Echt jetzt? Ja, 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 ich bin unterwegs. Und schon wieder jemand die Möbel hier umgeräumt. Schrecklich. Die alten Möbelumräumer. Muss ich lang? Du tust mir doch nichts, oder? Alles meins. Zwei Kronkorken im Müll gefunden. Lohnt sich immer, den Müll zu durchwühlen. So viel Alkohol hier. Alten Alkoholiker. Mehr haben die nicht getan, den lieben langen Tag. Sich hier voll zu fressen, zu saufen. Oh Mann. Und dann zu behaupten, sie hätten wichtige Sachen gemacht.
und wären sowas Besonderes. Sehe ich, wie besonders sie waren. Mich gar nicht. Gar nicht. Aber irgendwie tut es mir jetzt ein bisschen leid, dass wir für 3 Ghule, die hier alle getötet haben. Hier waren ja bestimmt auch Unschuldige dabei. Aber wie unschuldig kann man sein, wenn man hier wohnt und einfach wegguckt? Weggucken ist auch schlecht. Ne? Wurtge. Ne. Zuckerbomben. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schön. Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Wahrscheinlich ist schon Weihnachten, wenn diese Folge rauskommt. Da war schon Weihnachten. Wahrscheinlich. Tja, ist vorproduziert, Leute. Falls schon Weihnachten war, dann fröhliche Weihnachten nachträglich. Was ist das denn? Habe ich jetzt einen Wachmann übersehen? Nee, ne? Was ist das denn? Schichten eines Dörrfleischverkäufers. Eines Verkäufers. Hört sich auch immer an. Also viel mehr kann ich nicht mitnehmen, Leute. Die Luft nach oben wird dünner und dünner. Da waren wir gerade. Schwieb, 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 schwieb. Was ist das denn? Das sind die hässlichsten Kissen, die ich hier gesehen habe. Jetzt mal ehrlich. Oh. Okay. Hier ist auch alles clear, Leute. Oh, das will ich haben. Da will ich mit... Yay! Hey, Dogmeat. Oh, Edgar Wellington. Den habe ich ja sogar selber erschossen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ein Fehl. Im Sicherheitswachmann. Den nehmen wir auch mal aus. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Nichts Neues. Okay, jetzt wird's echt eng. Uniform des Tenpenny-Sicherheitsdienstes. Ich muss so viel loswerden. Was wiegt denn die Waffe? 7. Und ich muss die Kleidung wieder wegschmeißen, den einen. Ich kann noch was essen, wartet mal. Jetzt. Was hier? Achso, hier geht's wieder runter. Nein! Oh. Ah, jetzt sind wir einmal rum. Okay. Ich glaube, jetzt kommen erst die interessanten Sachen ganz unten. Beziehungsweise, wir sind ja noch nicht mal ganz unten, oder? Ei. Die Waffraschu-Musik wieder, ne? Ich kann sein, dass ich hier schon mal drin war. Ja, ich weiß. Aber die ist schon ganz schön im Arsch.
Macht euch die Musik auch so wahnsinnig, wie sie mich wahnsinnig macht? Ja, irgendwie schon ein bisschen, ne? War für ein Arsch. Ist das hier Zuckerbomben? Nee, was? Ja, Zuckerbomben brauche ich aber. Ja, dann nimm sie doch einfach, meine Güte. Ich verleitet aber trotzdem die Musik zum Mitmachen. Weg da. Hallo. Ganz kurz. Ich weiß, jetzt bin ich überlastet. Nee. Nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt. Was hat der Leuchtende so? Ein paar Leuchtstäbe. Guckst du mich so an? Hier ist des Doktors zu Hause. Okay, wir müssen das hier ganz sorgfältig durchgucken. Stimpack, Stimpack, Stimpack. Kann leider kein Altmetall mehr mitnehmen. Was ist das hier? Ein Clipboard. Wo ist denn jetzt hier sein Medizin? Wo ist denn hier sein Medizinschränkchen? Der ist leer, der ist leer, der ist leer. Brauchen Schuss. Drogen sind schlecht, Kinder. Nee, ist mir ehrlich. Nein. Nein. Dass der mir immer folgen muss, ne? Keine anderen Hobbys. Sind wir schon hochgegangen? Okay, ich glaube, wir sind einmal rum, ne? Ja, was machst du da so? Rumhängen. Den hatten wir schon. So, jetzt ist nicht mehr viel. Hier ist der Generator, da brauchen wir nicht rein. Das hier vorher besser aus? Haben die das so ruiniert? Die Ghule? Mich gar nicht erinnern. So viel essen und ich kann es nicht mitnehmen. Kaugummi? Ich bräuchte Zuckerbomben. Das ist das Einzige, was ich brauche. Sugarbombs, Sugarbombs. Junge, um Teufelseier, Kartoffelchips. Dahinter. Sugar Bombs.
Oder wegschmeißen mal wieder. Ach, das brauche ich nicht. Weg mit dem Scheiß. Will doch nicht aussehen wie der Spacken. Sehe ich so aus? Was ist das? Ach, La Boutique verkauft Munition oder was? Oh, Dogmeat, guck mal, einen Hundenapp für dich. Kampfrüstung. Kronkorken. Alter, wie viel ist denn hier drinne? Oh, Kriegsgeld, Stimpaks. Vitamine brauchen wir nicht. Geld brauchen wir nicht. Schotpatronen. Schnapster, Schlag bringen wir nicht. Schachbrett. Lichtbogenhelm. Heile, Nagelschlagring, Motor, Milchwasche, Mikrofusionszelle, Mentens. Hallo. Achso, Moment. Moment. So. Das wird jetzt eine Überlegenfolge, weil wir die ganze Zeit nur am Looten sind. Wie viel waren denn das? Ich habe das nicht gesehen, wie viele Kronkorken das waren. Okay, lass uns weiter. Hallo? Saus und Braus, Leute, hier. Leguan am Stiel, warum nehme ich die Scheiße denn immer wieder mit? Miau. Ah, wo ist er jetzt? Was da wohl drin sein mag? Alter, das Ding ist voll schwer. Okay. Ein bisschen mehr links. Jetzt echt? Für 35 wertvolle Kronkorken habe ich mich hier 5 Stunden abgekräpelt oder was? Zuckerbomben. Zündflamme brauche ich nicht. Gibt's hier auch ein Safe oder sowas? Nein. Weg damit. So, so nah am Limit bewegen wir uns. Wie geht's den Kerzen? Kerzen sind immer noch am Tropfen. Tropfkerzen. Ich sitze schon wieder auf meinem Fuß. Ey, diese Musik, ne? Gleich muss jemand sterben. Ist hier gemütlich gemacht? Okay. Ich glaube, hier ist die Klinik. Haben wir nicht schon? Ah, Kronkorken, Medex, Redex, Redaway, schmutziges. Nee, brauchen wir doch nicht. Auf die. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Guck mich nicht so an. Mag dich nicht. Du bist mir ungeheuer. Ja, ich weiß, ich lasse mir unheimlich viel Zeit, aber ich möchte halt auch nichts verpassen. Und ich bin so ein absoluter Sammlerfreak. Alle Sammlerfreaks werden mir zustimmen.
Was es fatal wäre, wenn man was verpassen würde. Okay, auf der Seite waren wir jetzt überall. Liegen hier eigentlich tote Menschen oder so? Hallo. Hallo. Tschüss. Der Raum ist echt leer. Ach, so nur das Klo. Na dann. Kopfschmerzen. Den Drecksong. New Urban Apparel oder so. Registerkasse, wieder schwer für, weiß ich nicht, 20 Kronkorken. Super schwer. Scheiße, ey. Ah. Schon wieder, yay. Ich freue mich so. Da hier ist zwar nicht so viel drin, aber immerhin. Oh. Nein, nein, nein. Dafür verliere ich gerne Karma, Leute. Karma! Haben wir hier schon? Nee, ne? Zwei Kronkorken. Einen. Hier haben wir auch den Robo kaputt gehauen. Sturmgewehr? Ja, ja, ich weiß. Kling, kling, kling. Macht das die Musik? Kann ich dich ausstellen? Bitte sag mir, dass ich ihn ausstellen kann. Geh aus! Ich verzweifle gleich, ne? Was? Ah, da liegt ja wer. Leer. Okay, das ist Buggy. Anscheinend. Noch ein paar Zuckerbomben hier. Ich vergiss immer, wie die aussehen. Die Sugar Bombs. Aber das Ding ist Buggy. Okay, wir sind endlich fertig, glaube ich. Oder? Da hinten waren wir. Oh mein Gott, wir sind fertig. Die arme alte Frau. Gefriertruhenschlüssel? Weiß ich nicht, wo das gewesen sein sollte. War das vielleicht doch hier? Ist ja keine Gefriertruhe, ne, Jella? Mir auch. So, jetzt gehen wir mal raus. Ohne Ziel, ohne Verstand. Ich wollte gerade das Kabel suchen, aber die sind ja kopflos, ja? Kopflos sind die. Kabellos. So, was gibt's hier noch Schönes? Eine ultra lange Folge. Nee, wisst ihr was? Bevor wir diesen tollen Waffenschrank da hinten plündern, ich glaube, da ist er, mache ich hier jetzt mal ein Päuschen. Ich weiß, sie ist ja lang und ich weiß, es geht nur ums Plündern, aber so ist das manchmal in Fallout und Plündern macht unheimlich viel Spaß und wir haben es diesen Arschkindern hier drin gezeigt und haben den Tenpenny Tower safe gemacht und das ist das Wichtigste.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.